Hallo Welt, da sind wir wieder mit unserer ganzen Bande. Ausgeruht? Einer schläft noch? Ausgeruht, ausgeruht, ausgeruht. Wir nehmen unseren Stein hier mit. Warum schläft denn der eine noch? Ah, jetzt ist er wach. Okay. Und jetzt ist es nicht mehr ganz so warm. Die Dämmerung hat eingesetzt. So, jetzt beeilen wir uns. Hoffentlich kommen wir durch die Savanne, ohne dass uns irgendetwas angreift. Hoffentlich kommen auch alle mit hier. Sechs müssten dabei sein. Wir sind der siebte. Drei, sechs, ja. Alle haben es geschafft, mitzukommen. Ja, zu sechst können wir gut vertreiben jetzt, denke ich. Unser Ziel ist der Strand. Ja, jetzt sind die angriffslustig, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Nacht durchlaufen am besten. Oder wir machen einen Halt. Mal sehen, wie weit wir kommen. Denn die Savanne ist eine Sache, aber ich fand diese ganze Steingeschichte, die Steinwüste, ich weiß nicht, wie das heißt da, die fand ich wesentlich anstrengender. Oh, Hunger und Durst haben wir? Echt? Dann habt ihr alle Hunger und Durst. Okay, dann müssen wir Halt machen an der nächsten Oase. Oh Mann, in dem Tempo werden wir nie dort ankommen. Glaube ich ja nicht dran. Okay, wir müssen unsere Leute alle durchbringen. Zwar sind die genetischen Mutationen schon auf die Kinder verteilt, aber wir wollen kein Risiko eingehen mit den genetischen Mutationen. Echt? Boah, das kann ja nicht sein. So schlecht geht's uns auf einmal. Das geht jetzt aber total schnell. Schaffen wir das überhaupt noch zu dieser komischen Oase da oben? Sonst hier. Macht mal alle nach. Die kennt ihr, oder? Essen. Auch das noch. Das war ja klar, dass wir uns da wieder vergiften damit. Super. Na, das wird spannend. Oh nein, und jetzt müssen wir allen die Stöcke wieder in die Hand drücken, weil sie... Sie können das nicht nachmachen. Ja, es sind ja nur sechs jetzt. Jetzt geht's allen gut. Okay, wir haben jetzt in der Gruppe mal uns schöne Drogen reingezogen. Ist doch auch was. Und wie betrunken sind wir jetzt? Wir haben uns gemeinschaftlich hier eingekümmelt, okay? Das geht. Das ist... Schlimmer ist das nicht. Wir werden bald Wasser finden. Oh Mann, nee, uns geht's total dreckig. Oh Mann, ihr müsst schon die Stöcke auch wieder nehmen. Das ist doch nichts. Hier zwei Leute brauchen jetzt noch einen Stock. Guckt mal, wie langsam ich bin. Wer hat denn jetzt keinen Stock? Ihr müsst die auch nicht immer im Boden verstecken, die Stöcke. Wenn ich das sehen könnte, dann wäre das schon mal einfacher. Ihr seht doch, dass mir jeder Schritt jetzt gerade schwer fällt. So, wer hat noch keinen Stock? Du hier, oder? Du doch auch nicht. Wo ist denn unser Stock jetzt? Ist das unser?
Rettung für uns. Wir können nichts machen hier. Wir müssen weiter. Oh nein, bald ein Stock. Wo ist mein Stock? Wer hat meinen Stock gesehen? Oh nein, ich habe vergessen, wo ich meinen Stock abgelegt habe. Das gibt's doch nicht. Hat jemand zwei Stöcke von euch? Doch nicht so lustig gerade. Ach, das ist ja unerträglich jetzt. Wo? Genau, wo geht es etwas besser? Du kannst erstmal den Stock suchen jetzt. Den haben wir nämlich schön angespitzt. Wo ist er? Das glaube ich gerade nicht. Dann lass doch den Stock da. Ja, irgendwer hat hier wieder Mist gebaut und den Stock hier hinten irgendwo versteckt oder so. Alle brauchen sie doch einen Stock. Das wird noch super gefährlich. Egal, jetzt brauchen wir erstmal vielleicht was zu trinken. Ach, wir können uns ja noch einen Stock bauen. Alle voll betrunken. Ja, das wusste ich, dass man nicht so viele von den roten Beeren essen darf, dass es einem dann nicht so gut geht. Das habe ich gewusst, aber ich dachte jetzt so, naja, wir sind ja jetzt einmal hier so in einer unmöglichen Situation. Dann nehmen wir das bisschen Vergiftung in Kauf. Da haben wir doch gleich schon überstanden. Na also, trotzdem gehen wir erstmal zur Oase. Einmal gucken, ob alle sechs noch da sind. Ich sehe drei. Das kann doch nicht wahr sein. Wir waren doch immer sechs. Drei? Wir sind gar nicht sechs. Wir sind sieben, acht sind wir auf einmal. Wie kommt das denn? Acht? Neun Erwachsene? Und sechs Babys, dann sind wir ja 15 in unserem Stamm. Der Stamm wird immer größer. Wie kommt das denn jetzt? Wir müssen mal eine Liste machen mit Namen. So geht das nicht. Ich habe das Gefühl, hier schleicht sich andauernd irgendwer ein. Ach was. Haben wir die noch nicht entdeckt hier? Ist ja unglaublich. Gebiet. So? Ja, so. Irgendwie waren Nähen auch schon hier. Haben wir erstmal Wasser jetzt. Aber hier gab es doch auch ein Krokodil, oder was haben wir hier gesehen? Ja, ein Flusspferd haben wir gesehen. Aber da ist jetzt diesmal keins. So, einmal weglegen alle. Ich meine, wir waren sechs vorhin bei der Zählung. Erst waren wir sechs. Und jetzt trinken. Kokosnüsse gönnen hier. Na, wenn die so ein bisschen schlauer wären jetzt, könnten sie sich selbst die Nüsse knacken.
Aber die können nicht mal eine Kokosnuss nehmen jetzt. Wenn wir denen die in die Hand drücken, dann schaffen die das. War egal. Wow, kein Stein hier doch. Okay, der Chef ist mal wichtig hier. Wo ist der neue Anführer hier, der neue Leiter der kleinen Gruppe, die immer größer wird? Ach so, so geht's ja nicht. Müssen wir ja schon in die Hand drücken. Ach so, die sitzen manchmal so ineinander. Deswegen hat es mit der Zählung nicht geklappt. Habe ich jetzt gerade gesehen. Da saßen zwei irgendwie ineinander, sah aus wie einer mit zwei Köpfen. Ja, aber anhand der Stöcke hätten wir das doch merken müssen. Und wo ist unser Stock? Aber wir basteln uns einen neuen. So, ist noch jemand... Oh, das ist gut, das ist eine gute Idee. Jetzt kann man das alles gut sehen. Jetzt halten Sie schön die Stöcke in die Höhe. Ja, jeder hat seinen Stock, okay. Tja, oder wir stellen ein bisschen Aloe Vera her, dann können wir auch tagsüber gehen. Ich glaube, hier an der Oase geht's. Ach, dann legen wir uns ein Bett hin. Ja, wir haben ja sowieso gesagt, dass wir überall Betten hinbauen sollten auf dem Weg. Oh, hoppla. Ja, aber dann sind wir ja gleich wieder hungrig. Nähen hat es geschafft. Aber Nähen war auch ziemlich jung und fit. Wir haben Greise dabei und kleine Babys. Naja, Nähen. Nähen hatte auch kleine Babys dabei.
Also, mittlerweile muss ich sagen, ich würde mir für meine Bande hier mehr Befehle wünschen. Zum Beispiel essen. Geht alle essen oder trinken. Geht alle trinken. Bauen können sie auch noch nicht. Sollen wir das echt hier ein Bett bauen? Ist doch egal. Wir machen da ein Bett, wo wir es brauchen gerade. Oh, in der Sonne. Ist in der Hitze. Hier ist doch kühl. Ganz schön viele Fliegen, die schwirren alle um uns herum hier. Spitzerstock. Gut, dann schlafen wir noch. Und wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle etwas verfrüht heute. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh.